Moin! Im heutigen Study History Video schauen wir uns mal an, wie es dazu kam, dass heute in vielen Teilen der Welt die Zeitrechnung nach Christi Geburt verwendet wird. Viel Spaß! Bevor Christus geboren wurde, wurde das Datum offensichtlich noch nicht mit vor Christus angegeben, weil der ja noch gar nicht geboren war. Stattdessen wurde in der Zeit Christi in den meisten Reichen die Zeit nach den Herrscher- und Amtsjahren datiert und benannt. So orientierte man sich etwa im Imperium Romanum an den herrschenden Konsuln, um das Jahr zu benennen. In einigen Weltregionen hingegen orientierte man sich an wiederkehrenden Zyklen, wie etwa im antiken Griechenland. Dort zählte man die Zeit anhand von Olympiaden, wobei eine Olympiade den Vierjahreszeitraum zwischen den berühmten Wettkämpfen der Olympischen Spiele beschreibt. Als in der spätrömischen Antike der Kaiser Diokletian an die Macht kam, kam es zu einer Veränderung dieses Systems in Rom. Stattdessen setzte sich nun die diokletianische Zeitrechnung durch, die mit dem ersten Regierungsjahr von Diokletian, also unserem Jahr 284, beginnt. Diese Zählung wurde erst nach dem Tod von Diokletian eingeführt. Diese Zeitrechnung wird auch als Ära der Märtyrer bezeichnet, was sich aus der Perspektive der Christen daraus begründet, dass unter Diokletian die letzte große Christenverfolgung im Römischen Reich stattgefunden hat. In den ersten 500 Jahren nach der Geburt Christi wurde Christus also noch nicht für die Angabe der Zeit verwendet. Im 6. Jahrhundert kam schließlich der für uns wichtige Mönch Dionysius Exiguus, also der kleine Dionysius, nach Rom. Er war ein Gelehrter, Schriftsteller und Übersetzer, der sowohl Latein als auch Griechisch sprechen konnte. In den 520er Jahren erhielt er einen wichtigen Auftrag zur Lösung einer damals brisanten Frage. Die Frage nach der Datierung vom Osterfest. Die ersten Christen hatten das Osterfest noch gemeinsam mit dem jüdischen Passafest gefeiert, jedoch wollten sie sich später stärker vom Judentum abgrenzen. Das Problem war, dass die Drehung der Erde um die eigene Achse, der Umlauf des Mondes um die Erde und der Umlauf der Erde um die Sonne mathematisch nicht miteinander zusammenhängen und deshalb das Osterfest nicht immer am gleichen Tag eines Kalenderjahres war. Dionysius Exiguus konnte dieses Problem schließlich lösen und rechnete dafür bis zur Kreuzigung Jesu zurück. Unsere heutige Zeitrechnung entstand also nur aus einem Nebenprodukt der Rechnerei um das Datum des Osterfestes. Dionysius rechnete noch zurück bis zur Geburt Christi und gab anschließend das Datum für alle künftigen Osterfeste in Jahren nach Christi Geburt an und eben nicht mehr in Diokletians Jahren. Übrigens ist davon auszugehen, dass sich Dionysius um ein paar Jahre verrechnet hat, sodass Jesus Christus wahrscheinlich nicht in unserem Jahr 0 geboren ist. Mit letzter Sicherheit lässt sich das aber auch heute nicht mehr rekonstruieren. Diese neue Datierung wurde immer wieder abgeschrieben und verbreitete sich schnell. Richtig bedeutend wurde sie jedoch erst im 10. und 11. Jahrhundert, denn bis in das 11. Jahrhundert wurden die Jahre noch nach den Päpsten datiert. Wir hoffen, dass euch dieses Study History Video gefallen hat. Lasst jetzt noch gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und checkt noch weitere Videos auf unserem Channel ab. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!